So, neuer Tag, neuer Job, neue Aufgaben. Sie haben uns erhört, dass wir wenigstens noch ein bisschen was zu tun haben, bis Season 11 dann endlich mal anfängt. Aber kurz in eigener Sache, wie immer, unten der Code für alle Neuen. Alle 10 Abonnenten kommt da unten eine Zahl hinzu. Bei 460 Abonnenten kommt die sechste Zahl hinzu. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters helfen konnte oder generell dir das ganze Konzept so gefällt, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, kostet euch nichts. Alle anderen werden es euch danken. Wenn du mehr wissen willst über das Gewinnspiel quasi unten mit dem Paysafe-Code, einfach in die Videobeschreibung gehen. Da ist ein extra Video dazu. Und jetzt gehen wir erstmal rein in den Shop, eins nach dem anderen. Oha. Was ist denn hier los? Ja, heute sind sie aber fleißig. So, dann gehen wir erstmal hier hin. Da haben wir den toxischen Sprayer. Warte mal, war der neu? Ah, doch, der ist komplett neu. Ich wollte nämlich gerade sagen, den haben wir noch nie gesehen. Ja. Hat was. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, auch wenn die Augen ein bisschen übergroß sind. Aber soweit ist der eigentlich recht gut, würde ich sagen. Oder was man hier eigentlich, der Skin geht eigentlich vollkommen klar. Von hinten hat er auch ein bisschen was. So, dazu natürlich wie immer das passende Rückenaccessoire. Passt natürlich auch perfekt wie immer. Also, das kriegt Epic ja wirklich immer perfekt hin. So, was haben wir noch? Die Alleen-Axt. Okay. Ja, hört sich ein bisschen stumpf an. Aber so, okay. Also der Skin mit allem, ja, haben sich mal was Gutes einfallen lassen. Hier, die habe ich aber noch nicht gesehen. So, gehen wir erstmal auf die Tarnung ein. Also die Tarnung, würde ich behaupten, ist eine der besten in der letzten Zeit. Weil wenn ich mir so an die letzten Tarnungen denke, die waren ja alles andere als gut. Aber hier, die geht auf jeden Fall klar, würde ich jetzt sagen. Ja, doch. Selbst beim Hoverboard sieht es eigentlich recht nice aus. Dazu natürlich der passende Skin. Verderbte Reisende. Ja, so ein bisschen eine auf WoW gemacht. Für alle, die schon mal WoW gespielt haben, die wissen, was ich meine. Dazu das passende Rückenaccessoire. Eigentlich genau derselbe Kopf, wie man selbst hat. Nur nochmal als Rücken und halt die Arme von den Tentakeln. Ich weiß nicht, was das mit dem Weltraumforscher in dem Sinne zu tun hat. Warum das Vieh dann quasi mitfliegt. Wir sind ja hier nicht bei Turtles. Aber, weiß nicht, der Skin kommt mir irgendwie so, der erste Eindruck ist halt so ein bisschen klobig irgendwie. Irgendwie ein bisschen, weiß nicht. Schwer zu erklären. Ne, ändert sich nichts. Erster Eindruck, der Kopf ist so riesig. Weil der Helm halt auf den Schultern endet und nicht am Hals. Aber als Weltraumfahrer hat man ja diese Riesenkoppel. Von daher ist zwar realistisch, aber in meinen Augen hätten sie da eine andere Lösung finden müssen. Den Hals hätten sie definitiv anders machen müssen. So, dann haben wir noch die graue Tarnung. Digitales Grau. Ja, ist okay. Ist halt eine Standardtarnung, aber an sich so sieht es eigentlich nicht schlecht aus, sag ich jetzt mal. Aber es ist halt nichts Besonderes in dem Sinne. Dann haben wir Patronella. Ja, die kleine Amazonin. Der Skin ist eigentlich ganz okay. Weil das Gesicht sieht man halt nicht so oft. Dann haben wir noch die Machete. Ja, hört sich ein bisschen buschig an. Wie als wenn du im Busch irgendwo am Hauen bist. Das haben sie im Toten mal richtig gut getroffen, finde ich. Dann haben wir den Heli. Ach, den hatten wir ja schon lange mehr. Aber wie groß ist er? Ah, doch. Der könnte eigentlich klar gehen. Von der Größe her ist er okay. Ist nicht zu groß, nicht zu klein. Ein bisschen was Besonderes. Also wer die V-Bucks übrig hat, der lohnt sich, glaube ich, wirklich. Nicht nur optisch, halt auch vom Spielen her. Weil man kann halt gut durch die Rotorblätter auch durchgucken. Also der nimmt einem nicht so viel Sichtfeld weg, finde ich. So, das war schon das Paket. Dann haben wir Cloaked Shadow. Der ist auch schon uralt, der Skin. Natürlich wieder den passenden Rücken. Der Rücken passt eh. Inzwischen passt der Rücken bei so vielen, weil wir inzwischen so viel Schattenaffen haben. Aber ich finde halt irgendwie komisch. Für mich sieht es aus wie so eine Billigverkleidung. Auch die Schultern und so. Sieht irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sieht aus wie so ein verkleideter Kobold.
klar, die Augen, aber trotzdem, der Skin an sich gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. So, dann haben wir noch Wasserdrache. Okay. Ja. Bei der Waffe geht die Tarnung komplett unter. Gut, Sniper. Ja. Ich meine, man sieht die Waffe ja ungefähr immer in dem Winkel. Na, so geht's eigentlich klar. Also für 300 V-Bucks kann man da eigentlich nichts verkehrt machen. Weil so richtig sieht man die Waffe ja eh. Also so sieht man ja nie die Waffe. Nie. Deshalb muss man sich halt wirklich immer Gedanken machen, ob der Skin einem Sinn macht, ob wenn man den so sieht, wie man auch spielt. So, was haben wir noch? Emote Klack. Ja, ohne Ton ist es natürlich ein bisschen mau, finde ich. Weil nur dieses Klackgeräusch. Naja, dann haben wir Schlagfertig, auch ohne Ton. Dann haben wir Abfeiern. Ja, feiere ich direkt viel mehr. Auch wenn die Bewegungen kacke sind. Aber ich finde halt so ein bisschen Musik gehört dazu. Dann haben wir noch die Zündkerzenkünstlerin. Ja, die gefällt mir vom Skin-Modell an sich sowieso nicht. Aber die hatten wir letztens erst, weil das weiß ich nämlich noch wegen dem Hund. Wo ich mich schon gefragt habe, was es ist. So, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Shop. Gleich kommt die Tagesaufgabe und dann kommen die neuen Eventaufgaben. Also, wie gesagt, wenn du kein Abo dagelassen hast, gerne jetzt ein Abo dalassen. Du wirst es halt definitiv nicht bereuen. Und in dem Sinne sage ich schon mal, haut rein und bis gleich.